Ihr braucht neue Inhalte zu euren Games? Denn DLCs stehen heute im Fokus. Außerdem Just Cause 4 ist am Start und Retro Handheld kommt zu uns. Für Shadow of the Tomb Raider sind seit Release 7 DLCs angekündigt worden. Jetzt ist der erste DLC am 13. November veröffentlicht worden und schickt euch mit der Lara über gefährliche Lava. Habt ihr es auch gehört? Lara, Lava. Okay. In Die Schmiede ist es eure Aufgabe, das Geheimnis von Kuwakiyaku zu lüften. Ihr erfahrt dabei aber auch interessante Hintergrundinformationen zu einem Charakter, der im Hauptspiel eine wichtige Rolle gespielt hat. I think it's a secret message. Does this place on the map mean anything to you? The Inca Cross. It represents the three levels of existence. Neben der neuen Herausforderung bekommt ihr natürlich auch etwas zum Tragen. Freut euch auf ein neues Outfit, neue Waffen und eine neue Fähigkeit. Square Enix hat geplant, jeden Monat einen neuen DLC für Shadow of the Tomb Raider zu bringen. Ihr könnt euch den ersten DLC entweder einzeln kaufen oder ihr kauft euch den Season Pass und bekommt alle DLCs, die rauskommen. Gratis bei mir. It was a forge, but something more as well. Der mittlerweile dritte DLC für ARK Survival Evolved ist vor kurzem veröffentlicht worden. Im DLC kehrt er auf eine verwüstete Erde zurück. Doch ist er nicht alleine. Die Erde wird von mechanischen und organischen Kreaturen bevölkert, die euch gefährlich werden können. Eure Aufgabe ist es, die mysteriösen Geheimnisse von der Erde zu entschlüsseln, die über die Vergangenheit und die Zukunft entscheidet. Und als Höhepunkt bekämpft ihr mächtige Titanen, von denen besonders eine harte Herausforderung darstellen wird. Crackdown 3. Nach fast 5 Jahren seit Ankündigung hat das Spiel endlich ein Release-Datum. Am 15. Februar erscheint das Game auf PC und Xbox One. Und vor kurzem sind außerdem mehr Details zum Multiplayer bekannt geworden. Listen up, Agents. The world has become a dangerous place. That's why the agency has created the Ultimate Combat Arena. Welcome to Wrecking Zone. Two teams of 5 agents battle for supremacy. Smash through buildings. Blast bridges into rubble. Level the competition. Im Wrecking Zone kämpfen 2 Teams mit je 5 Spielern gegeneinander. Tragt euch in Schlacht auf den Maps Blackout Zone und Nova Station in den Modi Agent Hunter und Territory aus. Die Umgebung ist dabei komplett zerstörbar. Absolut gar nichts bleibt unbeschadet. Microsoft hat außerdem auch die Systemanforderungen für den PC veröffentlicht. Übrigens, vielleicht kommt euch der Hauptcharakter ja ein bisschen bekannt vor. Das kann gut sein, denn es handelt sich um den Fall. Alright, okay. Cardboard Cutout Surprise! Oh! Yeah! 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 Rico, you can't ignore what's going on here. We need your help now.
I'm not doing this again. It's already started. You thought you could just walk away like this? You need me, Rico. Let's see about that. Der verrückte Action-Adventure Just Cause 4 geht in die vierte Runde. Das Mal verschlägt sich Rico auf die Insel Solis in Südamerika, wo er eigentlich seine Ruhe wollte. I was born to fight wars that no army could win. There was no fear, no failure. But the rules have changed. The enemy changed. Aber es kommt natürlich ganz anders. In den vier Klimazonen auf dieser Insel sind merkwürdige Wetterveränderungen auftaucht. Zudem trifft Rico wieder auf die schwarze Hand, die schon in den vorherigen Teilen nur Probleme verursacht haben. Es geht also, sie wird jetzt bekämpfen und das auf skurrile Art und Weise. Zahl 4 könnt ihr euch gerade merken, weil das Spiel kommt am 4. Dezember bei uns auf PC, Xbox One und PS4 raus. Just Cause offers more than ever. And you can look forward to unlocking more tools and toys to play with as you experience the game's story campaign and explore the world of Solis. The world is yours. And what you do with it is up to you. Naja, sehr spannend, was so Neues gehabt hat. Das war's gewesen für... Ach nee, doch nicht. Vor ein paar Wochen haben wir ja schon vom ersten DLC für Spider-Man berichtet. Jetzt ist der zweite schon draussen. Also ich hab ja Manieren. Wenn es klopft, sag ich herein. Aber ihr musstet euch reinschleichen. Die Furcht muss zurückkehren. Guten Abend, New York. Willkommen zu meiner heutigen Show. Der große Wachwechsel. Heute Nacht... Die gute alte Zeit kehrt zurück! Im zweiten DLC, der sich auch Revierkämpfe nennt, taucht der alte Widersacher Hammerhead auf und stiftet Chaos in New York. Banden bekämpfen sich gegenseitig und richten Zerstörung an. Sogar der Spider-Man hat Mühe, sodass er sich mit der Yuri, die ihn schon im Hauptspiel unterstützt hat, zusammengeschlossen hat, um den bösartigen Hammerhead zu stürzen. Im zweiten DLC bekommt ihr übrigens 3 weitere Anzüge für unseren Spidey, um ihn ein bisschen schön zu dekorieren. Jetzt fehlt nur noch der dritte und letzte DLC, der im Dezember auf euch wartet. Stay tuned. Vor kurzem haben wir von Trine 4 berichtet, die nächstes Jahr rauskommen soll. Jetzt kommen wir aber zu den Vorgängern. Die sind nämlich für Nintendo Switch überraschend angekündigt worden. Der erste Teil, Trine Enchanted Edition, ist schon verfügbar, während der zweite und dritte Teil noch auf sich warten lassen. Wir geben euch natürlich Bescheid, sobald weiteres dazu bekannt ist. Eine weitere Switch-News haben wir noch für euch. Seit dem 8. November ist nämlich YouTube für Switch verfügbar. Jetzt könnt ihr auch unterwegs eure Lieblingsvideos schauen. Schau mal, ob ich von einem Handy gehört. Das ist auf jeden Fall eine mega geile Erfindung. Aber auf der Switch ist es etwas Besonderes. Nein, jetzt komm, jetzt hau ab. Nein, jetzt gang du Käse fressen. Komm, hau ab. Die nächste Retro-Konsole kommt schon wieder auf uns zu. Das mal sogar mobil, dann mit der Retro Go Portable, die von Koch Media in Zusammenarbeit mit Retrobit angekündigt worden ist, bekommt ihr über 260 vorinstallierte Spiele auf eine kleine Handheld. Normalerweise könnt ihr das Gerät mit einem USB-Kabel aufladen, aber für ganz nostalgische könnt ihr sogar Batterie brauchen. Wann war eigentlich das letzte Mal, wo ich Batterie gebraucht habe?
Retro Go Portable kommt am 30. November auf den Markt. Euch erwartet Spiele wie Tetris, Mega Man 2 oder Ghosts and Goblins. Übrigens, morgen findet der Black Friday statt. Das ist eure Chance, verpasst das auf gar keinen Fall, diese Angebote. Und auf Steam läuft aktuell immer noch der Herbst-Sale. Verpasst es also nicht. Das war es aber für heute. Macht's gut und schaltet ihr rein, wenn es heisst! Und schickt euch mit der Lara auf. Bekommt ihr über 600 vorinstallierte Spiele auf. Es ist nicht 600, wieso habe ich 600 gesagt? Und 260. Übrigens, morgen findet der Black Friday statt. Das ist eure Chance, verpasst also auf keinen Fall. Irgendwas.